Das ungarische Fernsehen schlägt Alarm. Deutschland geht unter, wegen krimineller Flüchtlinge. Seit 2015, also seit der Flüchtlingskrise, gibt es deutschlandweit fast täglich Angriffe gegen Kinder und Jugendliche. Gewalttätige Asylsuchende und verängstigte Deutsche, regelmäßig in den Nachrichten der Öffentlich-Rechtlichen. Abends, wenn es dunkel wird, haben die Menschen Angst, auf die Straße zu gehen. Umfassend berichtet der Sender vergangene Woche über die mutmaßliche Vergewaltigung einer 14-Jährigen durch einen Asylbewerber in Hamburg. Dazu ein Interview mit einer Hamburger Studentin. Ich traue mich gar nicht mehr raus ohne Pfefferspray und meine Familie macht sich Sorgen, wenn ich abends los muss. Was nicht erzählt wird, die Studentin Marie-Therese Kaiser gehört zum Kreisvorstand der AfD in Rothenburg-Wümme. Ein Bericht aus dem März. Angeblich ziehen immer mehr Deutsche weg, wegen der vielen Ausländer. So wie dieser Betroffene aus Baden-Württemberg. Sie können sich sehr schlecht anpassen. Sie bringen ihre Kultur mit. Er habe sich wegen der Bedrohung einen Hund angeschafft. So soll es ausgesehen haben, nachdem 4 Flüchtlinge bei ihm gegenüber eingezogen waren. Auch dieser Mann? Ein AfD-Politiker. Der Hamburger Stadtteil Sternschanze. Hier sollen ebenfalls Ausländer die Deutschen verdrängen, erklärt einer, der sich gut auszukennen scheint. Wir haben beobachtet, wenn mehr als 30% Ausländer im Haus sind, dann werden sie gewalttätiger und verjagen die Deutschen. Wir verlieren ein Haus, einen Wohnblock, eine Straße und ein Viertel und dann auch ganze Städte. 2 Wochen später, derselbe Mann im ungarischen Fernsehen. Diesmal in Pinneberg, als Drehhelfer. Wir recherchieren ihm nach und finden... Mein Name ist Michael Potter, ich bin der Direktkandidat im Wahlkreis 22. Wie kommen so viele AfD-Politiker ins ungarische Fernsehen? Michael Poschert will uns ein Interview geben. Wir verabreden uns in seinem Haus. Der vermeintliche Hamburg-Kenner wohnt in einer beschaulichen Gegend in Schleswig-Holstein. Die Sternschanze weit weg. Wissen Sie, über die Sternschanze weiß ich wahrscheinlich nicht allzu viel, weil das sind Gebiete, in denen ich mich nicht allzu oft aufhalte. Es war ein rein willkürlich gewähltes Haus, es hätte auch ein Haus sein können. In Ostdorf, in Eppendorf, das war jetzt kein Kriterium, es wurde vorher auch von mir nicht überprüft. Der Drehort sei nur zufällig gewählt, weil Poschert dort einen Termin gehabt habe. Wer vom ungarischen Fernsehen hat Sie denn kontaktiert? Das war eine Redakteurin. War das die Reporterin, die auch bei Ihnen vor Ort war? Das ist richtig. Sie wurden direkt angerufen oder angemeldet? Nein, ich wurde angeschrieben und habe auch ganz offiziell geantwortet als Kreisvorsitzender der Alternative für Deutschland und diesen Bericht, der sich dort erstellt werden sollte, zugestimmt. Wir schauen uns die Facebook-Kontaktliste der ungarischen Reporterin an. Zahlreiche AfD-Parteimitglieder. Auffällig, Politiker anderer Parteien finden wir nicht in der Liste. Wir wollen die Reporterin befragen. Doch weder telefonisch noch schriftlich kommen wir in Kontakt. Dass viele der besorgten Bürger im ungarischen Fernsehen AfD-Politiker sind, hat Marta Oros aufgedeckt. Sie hat bis vor einem Jahr selbst für den ungarischen Sender gearbeitet. Oros hält es für wahrscheinlich, dass die ungarische Reporterin Kontakte aus der AfD bewusst gesammelt hat. Es ist wahrscheinlich auch auf ein solches Netzwerk auch angewiesen, denn wenn man jeden Tag diese Berichte produzieren muss und wenn man jeden Tag Berichte produzieren muss, in dem nur eine einzige Meinung vorkommen soll, dann braucht man ja auch diese Personen, denen man vertrauen kann, von denen man weiß, okay, die werden genau das und so erzählen, wie es auch meinen Chefs und auch der Regierung gefällt. Marta Oros Beiträge gefielen den Chefs nicht. Sie strichen die politische Einordnung der AfD in ihren Berichten. Es ist unerwünscht, dass man über die AfD zum Beispiel sagt, dass es eine rechte Partei ist, dass es eine Partei ist, in deren Reihen auch Rechtsextreme sitzen. Das findet einfach alles nicht statt. Diese Information kriegt der ungarische Zuschauer gar nicht. Wir finden weitere Beispiele von aktiven und ehemaligen AfD-Politikern im ungarischen Fernsehen. Allein in diesem Jahr sind es mindestens 8. Ein System? Das fragen wir den ungarischen Medienrechtler Gábor Poljak.
Er beobachtet die Entwicklung des öffentlich-rechtlichen Fernsehens in seiner Heimat seit Jahren. Das Ziel ist, ganz einfach gesagt, ist die Manipulation. Durch diese Berichterstattungen kann das ja, sozusagen bewiesen werden, dass Migration für Europa etwas Schlechtes ist. Und was die Regierungspartei, was Fidesz in Ungarn sagt und will, ist nur absolut gut. Die Leute, die jetzt in den öffentlich-rechtlichen Veranstaltern mitspielen, ich muss sagen, die sind keine Journalisten mehr. Die sind Propagandisten. Das ungarische Fernsehen reagiert auf unsere Anfragen nicht. Auch Olaf Grunwald will nicht antworten. Marie-Therese Kaiser schreibt uns, sie sehe sich im Falle der mutmaßlichen Vergewaltigung als Betroffene und sei dankbar, dass es noch bürgernahe Medien gibt, die sich dafür interessieren. Auch diese Woche berichtet das ungarische Fernsehen über Angriffe und Morde in der Bundesrepublik. Aber nur, wenn Ausländer verdächtig sind. Und die AfD-Mitglieder helfen dabei, ein düsteres Bild von Deutschland zu zeichnen.